Bundesliga-Auftakt, Graz Athletic Sport Club gegen RB Salzburg, leider nicht mit dem gewünschten Ergebnis. Bei mir darf ich begrüßen Cheftrainer Gernot Messner und Kapitän Marco Berchtold. Gernot, vielleicht einmal kurz deine Einschätzung zum Spiel und wie du das gesehen hast und erlebt hast heute. Ja, erlebt. Achterbahnfahrt mit der Besprechung habe ich gedacht, so, jetzt können wir uns auf die Bundesliga freuen, weil alles getan ist. Dann hast du einen so einen Kaltstart, wo du gleich zweimal das Tempo von Salzburg spürst, mit zwei kleinen Stellungsfehlern. Ja, dann überragend zurückkommen. Also ich denke, dass das eigentlich das Überragendste heute war, dass die Mannschaft da richtig gut zurückkommt. Ja, dann so Phasen im Spiel, wo wir gewusst haben, wir müssen auch bei Pressing spielen, Phasen, wo wir hoch attackieren können. Ja, kriegst dann ein VR, 11 Meter, dann ist die Achterbahn wieder unten gewesen. Und in der Pause haben wir schon gewusst, wenn wir das Ergebnis langs halten können, werden wir zum Schluss unsere Chancen kriegen. Und dann, glaube ich, habe ich und die Mannschaft schon Selbstvertrauen gekriegt, dass wir in der Liga bestehen können. Marco, was fühlt man da nach 10 Minuten 0-2 hinten? Was kann man da der Mannschaft dann mitgeben? Ja, wie schon gesagt, war das sicher kein gutes Gefühl, die ersten 10 Minuten oder die ersten 6 Minuten, wenn wir gleich so reinstarten. Ja, da sind wir einfach überrascht worden. Ja, einfach kein guter Start von uns, aber man muss dann schon sagen, wenn du gegen Red Bull Salzburg so zurückkommst, mit so einer Moral, mit so einer Mentalität, mit so einer Leidenschaft in die Partie, spricht das schon für die Mannschaft und für das gesamte Team. Du machst dann jetzt 2-2. Ja, hast eigentlich dann schon auch Möglichkeiten aufs 3-2, kriegst dann einen Elfmeter über Videobeweis. Ja, und dir wird dann vielleicht der Elfmeter verwehrt, weil es keinen Videobeweis gibt. Ich habe jetzt die TV-Bilder gesehen, da kann man schon ganz stark drüber diskutieren. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, können wir mit erhobenen Hauptes da rausgehen, weil ja, wir haben schon sehr viele Möglichkeiten gehabt, um auch das Spiel in unsere Richtung zu ziehen. Fragen von eurer Seite, bitte Handzeichen, es kommt dann jemand mit dem Mikro. Gernot, in der 7. Minute, wie sehr hast du noch dran geglaubt, dass man zurückkommen kann? Ja, es war so ein Hin und Her, weil ich kenne meine Mannschaft. Ich kenne meine Mannschaft von schon länger her, von Dornbirn, wie sie das verarbeitet haben. Wie sie letztes Jahr Sturm das 1-0 nach 5 Minuten verarbeitet haben. Und deswegen ja, war es nicht ganz so, dass wir gedacht haben, was ist jetzt los? Ja, also ich kenne sie mit einem überragenden Charakter, mit einer überragenden Einstellung. Das hat uns immer ja, durch die letzten 2 Jahre getragen. Deswegen nochmal Kompliment an die Mannschaft. Frage an beide. Jetzt hat man Salzburg über weite Strecken mindestens ebenbürtig Parole geboten. Wenn man den einen oder anderen Konter vielleicht ein bisschen besser fertig spielt, wie sehr traut man da jetzt vielleicht wirklich einen möglichen Punkt zum Start noch? Also ich traue den Punkt brutal noch, weil für mich war es ein klarer Elfmeter. Ja, dann steht es 3-3 und dann hast du trotzdem noch die eine oder andere Situation, die wir dann nicht gut fertig gespielt haben. Natürlich, wenn du sehr viel laufen musst, hast du zum Schluss nicht die Kraft, die Konzentration, dass da die Fehler nicht passieren. Wenn du die letzten 10 Minuten dann Salzburg ja, in Schwitzen bringst, dann glaube ich, hättest du da schon was verdient. Meine Antwort schaut genau gleich aus wie drin sein. Also da ist wirklich nicht viel hinzuzufügen. Gibt es noch Fragen? Warte kurz weiter, bitte. Ich glaube, weh tut es aus dem Grund, ich habe am Ende Stricheln gemacht bei den Chancen. Es waren effektiv mindestens 4/3 Chancen dabei, wenn man da den einen oder anderen dazu rechnet. Wenn man den gut fertig spielt, dann wäre da mehr möglich gewesen. Und das tut, glaube ich, weh, weil wirklich realistisch mehr möglich gewesen wäre, oder? Ja. Da haben wir gesagt, wir haben die Situationen gehabt, den Elfmeter, dann den Jacobs eine Chance, den Friese seine Ballmitnahme, zum Schluss, wo ein kleines Missverständnis ist, wo wir den Ball gewinnen im gegnerischen 16er. Deswegen tut das schon weh, weil das ist ja nicht so, dass wir jetzt mit Glick 3-2 verloren haben. Auch
Markovic, hat sich das am Feld angefühlt? Hast du das Gefühl gehabt, dass das die Salzburger vielleicht schon ein bisschen, ja, das auch spüren, ein bisschen Nervosität ist das falsche Wort, aber schon Wirkungstreffer spüren? Ja, definitiv. Also du hast es schon in die Reaktionen oder an den Reaktionen der Spieler gesehen, dass sie sich immer versucht haben zu pushen, vor allem nach dem 2-2. Ich glaube, da war das Momentum schon auch auf unserer Seite. Und dort haben wir schon auch dann die eine oder andere Kontermöglichkeit gehabt, die wir besser fertig spielen hätten müssen. Aber ja, also ich glaube, wir haben ihnen schon den ein oder anderen Nadelstich setzen können und sind schon enttäuscht, dass wir da jetzt da nicht mit einem Punkt wenigstens dastehen. Eine Frage noch, bitte. Jetzt aus eurer Sicht, es wird ja lang und breit immer über die Handspielregel diskutiert. Sollte das ein Elfmeter sein oder ist das jetzt in einer Spielsituation, wo man sagt, eigentlich nicht? Ich habe es noch nicht gesehen, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ich habe nur gehört, irgendwie einer war im Abseits gewesen, der unser hat einen Schlag am Fuß gekriegt. Ich kann es so nicht sagen, ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Also ich kann nur sagen, das, was die Spieler gesagt haben, dass eigentlich vorher faul gewesen ist, ein Tritt am Fuß und dadurch der Ball dann auf die Hand gegangen ist. Aber wie gesagt, mehr, ich kann keine wirkliche Meinung abgeben, ich habe das Bild noch nicht gesehen. Bitte. Ja, ich hätte eine Frage an den Gernot. Sie haben gesagt, dass die Mannschaft variabel spielen soll, dass nicht mehr die Viererkette und das Pressing dominiert, sondern man auch mit der Dreierkette, Fünferkette agieren soll und nicht dauernd vorne attackieren soll. Wie zufrieden waren Sie? Wie hat die Mannschaft das umgesetzt und welche Lehren werden für die nächsten Wochen daraus gezogen? Sehr zufrieden, weil wir wollten schon Salzburg hoch attackieren teilweise, ist uns teilweise gelungen. Im ersten Moment, dann waren Phasen dabei, wo wir gewusst haben, wenn sie uns ausspülen oder wenn sie leicht die erste Pressing überspülen, dann müssen wir defensiver spülen, ja, weil mit der Geschwindigkeit, die Salzburg, den Geschwindigkeitsvorteil, was Salzburg uns gegenüber hat, können wir nicht anders aufhalten. Natürlich wird das dann abhängen, weil ein Gegner kommt. Ja, ist es Red Bull Salzburg mit der Geschwindigkeit oder ist es ein Gegner, der eher in unserer Reichweite ist und darauf wird dann auch das Pressing, die Pressinghöhe abhängen. Aber wir sind nicht so jetzt blauäugig, dass wir letztes Jahr wirklich mehr Intensität gehen haben können wie die Gegner. Ja, dass das heuer nicht immer der Fall sein wird. Ja, gegen den einen oder anderen Gegner schon und es wird so Phasen geben, wie es auch heute gegen Salzburg gegeben hat, wo wir hoch attackiert haben und auch trotzdem mutig waren und die Bälle gewonnen haben. Also variabel und flexibel soll das gestaltet werden. Eine Abschlussfrage noch, bitte. Gegen einen Viertligisten hat man sich genau vor einer Woche extrem schwer dann. Ist in Summe ja, mit Hängen und Würgen drüber gekommen. Jetzt hat man gegen die Mannschaft, die von den letzten 24 Titeln 20 gewonnen hat, doch mithalten können und hätte mehr als dieses 2-3 erreichen können. Wo steht es jetzt wirklich? Was ist jetzt die Wahrheit? Leistungstechnisch. Für mich kann man das nicht vergleichen, weil es sind zwei Wettbewerbe, Cup ist Cup und Meisterschaft ist Meisterschaft. Für uns zählt in erster Linie für unsere Standortbestimmung die Meisterschaft. Und da war das wie, haben wir gewusst, dass das erste Spiel eine Standortbestimmung für uns geben wird, Aufschlüsse geben wird. Ich glaube, dass wir schon Selbstvertrauen daraus danken, dass ja, wir gesehen haben, dass es Phasen gibt, wo wir mitspielen können. Aber es wird noch wichtig sein, bis zur Länderspielpause aus jedem Spiel zu lernen, ja, anzukommen in der Liga, ans Tempo sich zu gewöhnen, an Intensität zu gewöhnen. Ja, wie gesagt, also wo steht die Mannschaft, ist wahrscheinlich leichter in der Länderspielpause zu beantworten. Dankeschön, danke fürs große Interesse. Wir wünschen noch einen schönen Abend und eine gute Heimreise.